Memoria ist eine Jugendbildungsveranstaltung. Es ist diese Reise der Erinnerung, die bei jungen Menschen das Bewusstsein für dieses dunkle Kapitel des 20. Jahrhunderts stärken soll. Die jungen Menschen sollen sich damit auseinandersetzen. Wir fahren gemeinsam mit einer Gruppe von 50 Leuten nach Krakau und werden uns dort mit unserer NS-Vergangenheit auseinandersetzen. Insbesondere besuchen wir einen Tag von Auschwitz. Und das Ziel dieses Projektes ist ganz explizit, nicht nur die Vergangenheit besser kennenzulernen, sondern das Engagement, das in den Jugendlichen dabei entsteht, in die Gegenwart zu transferieren, dass sie sich aktiv für eine bessere Zukunft einsetzen und sehen, dass politische Bewusstseinsbildung wichtig ist und es nicht egal ist, was man sozialpolitisch macht. Ich bin echt gespannt, wie es mir persönlich damit geht, aber ich denke, es ist voll wichtig, dass man mal an so einem Ort war und dass man nicht vergisst und sich das immer wieder ins Bewusstsein ruft, was da passiert ist. Und auch, dass ich vielleicht so ein paar Argumente sammeln kann, wenn dann so antisemitische, rassistische Aussagen kommen, dass ich da irgendwie dann gut dagegen reden kann. Dass ich viele Erfahrungen sammle und vor allem viel mitnehme, vor allem auch für die Matura und die Schule und auch für mein weiteres Leben. Die Namen, die Sprüche von den Personen und halt auch die Gesichter. Vom Video hat man dann auch gesehen, wo ein Mann direkt so in die Kamera geschaut hat. Da hat man dann quasi auch direkt in die Augen geschaut. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen einen Bezug zu dem Ganzen gekriegt. Also, was mich sehr beeindruckt hat, war der Raum, wo das KZ im Steinbruch nachgestellt worden ist. Weil, wie wir das schon im Film Schindlers Liste gesehen haben, also da hat man den Steinbruch auch gesehen. Und es war halt extrem authentisch. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass man da war. Weil auch am Boden so Schotter gelegen ist und die Geräusche auch passend waren. Also irgendwie da ziemlich am Anfang der Gang, wo man die Sirenen gehört hat und auch die Flieger, was ein Fliegeralarm dargestellt hat. Und die Vorstellung, dass man in der Nacht irgendwie immer aufwachen kann und da die Stadt zerbombt wird, die war schon ziemlich erschreckend und auch bedrückend irgendwie. Woher kommst du? Fragte mich ein Kind. Ich zeigte auf die Mauer und entgegnete. Von hier. Vom Ghetto? Ja, vom Ghetto. Nun begannen sie, mich an den Zöpfen zu ziehen und lachten mich aus. Eine Jüdin, eine Jüdin. Sie waren viele, sie schubsten und zogen mich, bis ich hinfiel. Ich verletzte mich nicht, aber ich begann zu weinen. Heute ist die Sonne besonders stark und warm. Die Hitze macht den Durst unerträglich. Der Mund ist staubtrocken. Die Menschenmenge sitzt, steht und wartet angstvoll, unwissend, auf was sie zukommt. Die Mauer war ziemlich hoch, ich glaube über 4 Meter, soweit ich das in Erinnerung gehabt habe. Sie war in einer Form von jüdischen Grabsteinen, also oben die, um die Zacken. Und ja, das war ein bisschen bedrückend. Auch wenn man realisiert, dass es einfach, es war wirklich so und noch schlimmer. Und das ist, fällt einem dann immer wieder auf, wenn man da wirklich durchgeht. Mir ist der große Friedensplatz mit den 68 Stühlen im Kopf geblieben, weil diese 68 leeren Stühle eigentlich sind als Symbol dargestellt von den ehemaligen 68.000 Juden, die was in Krakau gelebt haben.
Es gibt hier drüben eine Wand, auf der drauf steht: Hier lebten sie, hier wurden sie gequält und von den NS-Herrschern umgebracht. Von hier führte ein Weg nur noch in die Vernichtungslager. In der Apotheke, die wir da drüben sehen, sind Menschen gefoltert, ermordet worden. Die Jugendlichen lernen hier ihre Geschichten kennen und werden sie morgen mittragen nach Auschwitz-Birkenau. Wer nicht sterben wird, wird in jedem Moment leiden, Minute für Minute. Jeden einzelnen Tag und an wirklich jedem Tag von morgen noch vor Sonnenaufgang bis zur abendlichen Verteilung von Suppe wird er die Muskeln angespannt lassen müssen. Von einem Bein aufs andere springend, sich die Arme unter den Achseln einklemmen, um der Kälte zu trotzen. Er wird Brot für Handschuhe hergeben müssen und Stunden des Schlafes verlieren müssen, um diese zu reparieren. Heute haben wir uns das Konzentrationslager angeschaut, nämlich Birkenau und das große Auschwitz-Konzentrationslager. Und es ist total schwer, das in Worte zu fassen, wie sich das jetzt anfühlt. Also insgesamt war es ein bisschen verstörend für mich, ehrlich gesagt meistens. Also vor allem quasi die Irreführung der Menschen. Es gibt Momente, wo ich mir denke, das ist so war das. Und in anderen Momenten kann ich es mir einfach nicht vorstellen und denke mir, was ist da los, was passiert da irgendwie. Für mich ein bisschen erschrecklich, also wie groß das Ganze ist, das ist mir erst jetzt so bewusst worden. Da wo es die Haare waren und auch die Schuhe von den Opfern und vor allem auch wo man die Koffer gesehen hat, wo noch die Namen oben standen sind, das hat mich einfach sehr berührt und bin ich dann schon kurz vor die Tränen wirklich gestanden. Es war schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe mich schon auf viel vorbereiten müssen und es war auch herzzerreißender. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es so nah dann auch geht. Ja, also ich finde, es war einfach eine extrem wichtige Erfahrung, aber ich hätte es mir nie so vorstellen können, wie groß das eigentlich ist und was für ein Ausmaß das hat. Auschwitz bedeutet für mich, die Gelegenheit zu haben, Mensch zu werden, im Sinne wieder zu spüren. Wieder, wenn man Gewalt in der Welt sieht, nicht wegzuschauen, nicht im Fernsehen einen Film zu sehen, wo Leute umgebracht und ermordet werden und einfach danach weiter zu zappen und fröhlich durchs Leben zu gehen, sondern wieder zu spüren, wieder das Elend in der Welt anzuerkennen und wieder was fühlen und nicht mehr teilnahmslos sein. Das ist die Botschaft, die Auschwitz für mich hat, Menschlichkeit und Spüren. Ich finde, das ist auch wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, dass man da die Geschichte nochmal erfährt. Das war, dass man die gleichen Fehler nicht nochmal macht.